Glück auf und herzlich willkommen zurück zu Easy Entry Command im Szenario Battle of Chumonjinshan. Mein Name ist Tim Odoch, Headbreaker. Ich begrüße euch ganz herzlich und heute wollen wir an die Ausführung gehen. Mal sehen, ob alles so klappt, wie ich mir das wünsche, damit ich euch das auch vernünftig zeigen kann oder ob am Ende alles den Bach runtergeht. Das sehen wir dann und wir gehen rüber ins Spiel. Unsere Mission haben wir ja beim letzten Mal festgelegt und das heißt, wir drücken jetzt auf Play und sehen mal, was so passiert. Hier sehen wir vermutlich die feindliche Flottille. Das ist schon immer gut daran erkennbar, wenn viele, viele Schiffe gleichzeitig den Kurs wechseln. Wir sehen, er fährt mit 5 Knoten. Er auch. Aber eigentlich sollte jetzt der Kollege hier oben anfangen, richtig Gas zu geben. Ihm werden wir mal Stop befehlen, um so ein wenig die Zeit aus. Aber jetzt gehen wir wieder auf Auto, weil jetzt knallt es hier nämlich. Machen wir die 3D-View an, hoffen, dass das so funktioniert, wie es soll. Denn wir haben dieses tolle Feature, ja, dann können wir mal. Aber noch scheint die Map da nicht hinspringen zu wollen. Da sind wir. Also der erste Kutter hat schon ein paar Treffer abkassiert. Es geht aber auch einiges daneben und das ist auch geschuldet dem Thema, dass wir die Gun Control anhaben. Das wirkt sich nämlich immens auf das Ganze aus. Da kommt nochmal ein größeres Krabumsmarien angeflogen. Kriegen weitere Contact Reports rein, das heißt hier die armen Chuck wurde festgestellt, dass sie feindlich ist. Und die Möhre ist hin. Ja, jetzt kommt hier auch tatsächlich Cargo-Vessel Tally-Ho. Und ihr seht, wir kriegen jetzt schon ein Problem, weil wir sind innerhalb der Torpedoreichweite. Das heißt, mit ein bisschen Pech kriegt die Jamaika dann auch Treffer ab. Sollten ihm auf jeden Fall jetzt ihm hier noch als Ziel zu weisen. Oh, das war ein Volltreffer. Er wechselt den Kurs. Feuert selber einen Torpedo ab. Wir nehmen jetzt tatsächlich hier mal den Haken raus. Hat er schon wieder zurückgesetzt. Sehen Sie, dass wir hier mal auf Flank gehen, um aus dem Bereich der Torpedos rauszugehen. Denn selbst wenn an sich
die Taskgroup in Feuerkraft und auch Überlebenspunkten stark überlegen ist. In dem Moment, wo die einen Torpedotreffer abkriegen, ist das alles andere als gut für uns. Hier festgestellt ist Hostile. Wir haben ein Schiff, das ist Civil. Okay, aber das ist Type Civil, aber ist vermutlich auch feindlich. Das sieht man dann halt hier, Civilian, aber... So, und hier haben wir es übrigens. Wir haben... ist nicht genau gesehen, weil wir den Torpedo nicht aufgespürt haben. Aber ihr seht, die Jamaika hat einen Treffer gekriegt. Minor Flooding. Also da ist ein Torpedo eingeschlagen. Und hat Schaden gemacht. Sogar zwei Torpedos. Ne, 117. Das ist jeweils 117. Final Result 21. Also die Chancen, dass er trifft, waren niedrig. Aber er hat getroffen. Und damit Schaden gemacht. Na, und ihr seht halt, als wir auf Damage Control gehen, wir haben eine Bofor verloren, wir haben Sensoren verloren und ein Radio ist im Eimer. Was kann man theoretisch machen? Was helfen kann, sind theoretisch halt die Sonaranlagen. Aber ihr seht, die ist jetzt hier oben. Aber theoretisch kann man das Sonar anmachen und kann damit dann Torpedos feststellen. Wie ihr seht, diese Armored-Junks, die haben natürlich, Armed-Junks, nicht Armored, sondern Armed-Junks, die haben natürlich keine große Chance. Wie sinnvoll da jetzt der Torpedoschuss war, wir nehmen jetzt den Punkt hier so ein bisschen mit runter, weil wir quasi wollen, dass sie wirklich alle da mit erfasst werden. Jetzt halt nur aufpassen, dass den Küstenbatterien nicht zu nahe kommen. Das sind Transportjunks.
Öffne das hier so ein klein bisschen wieder an. Jetzt dreht er ab. Damit kommt er dann vermutlich nicht in die Nähe der Küstenbatterien. Da hat's geknallt. Und es scheppert einfach überall nur noch. Ja, was soll man sagen? Das war jetzt das hier ist jetzt irgendwie kann man ignorieren. Also ich mache jetzt hier mal Feierabend, weil hier schlagen jetzt immer wieder Sachen ein. Das ist aktuell ein kleiner Fehler. Nichts so Wildes. Und ihr seht, im Grunde genommen ist das Szenario schon vorbei. Wir gehen mal auf Scoring. Triumph, wir haben 2000 Punkte gekriegt. Uns müssten eigentlich ein paar Punkte abgezogen werden, weil die, oder so hätte ich es jetzt gemacht, weil die Jamaika ja doch erheblichen Schaden gekriegt hat, wenn auch jetzt, glaube ich, am Ende, weil wir da durch diese Feuerzone durchgefahren sind. Mal ganz kurz. Genau, das ist der. Nee, doch, hier sind nochmal Torpedos eingeschlagen. Ja, da haben wir sie. Endresult 21. Teilweise werden diese Treffer aber aktuell multipliziert. Auch da kann ich nur euch empfehlen zu speichern. Weil ich hatte das jetzt vor ein paar Mal, da habe ich ein Szenario gespielt und dann wurden meine Schiffe von Torpedobooten weiter getroffen, die gar nicht mehr existieren. Das war dann ein wenig witzig. Gehen wir aus. Schauen. Major Flooding, also man sieht es ja auch. Es könnte also theoretisch sogar sein. Also Feuer haben sie alle aus. Brennt nicht mehr die Mühle. Und mit ein bisschen Pech können die Kisten dann natürlich trotzdem noch untergehen. Ja. Nichtsdestotrotz, also hier hätte ich schon gesagt, großer Sieg, ja, wie gesagt, der Triumph, es wurde jetzt hier halt nicht mit reingezählt. Also hier wäre es schön gewesen, zwischendurch die Jamaika dann rauszulösen, aber meistens habt ihr bei Seegefechten gar nicht die Kontrolle und auch nicht die Möglichkeit. Ansonsten, das gehört jetzt wirklich zu den sehr leichten Dingen. Ihr habt es gemerkt, eigentlich haben wir nichts groß gemacht. Ich habe hier so ein bisschen mit den
Referenzpunkten umgespielt, hätten wir auch sein lassen können. Das ist eher so ein, ja, ich möchte auch was zu tun haben. Gerade Sehgefechte können dann auch mal ein bisschen träger sein, trotzdem nicht weniger spannend. Aber ihr seht es, man lässt es dann im besten Fall laufen und eigentlich im Großen und Ganzen tun die Schiffe dann auch schon das, was sie tun sollen. Ich denke, das ist ein guter Auftakt, um eben auch mit Marineeinheiten zu arbeiten. Das geht natürlich noch viel, 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 viel weiter. An dieser Stelle kann ich auch mal mein Advanced Anti-Submarine Warfare Exercise Videoserie empfehlen. Da gehen wir dann auch auf U-Boot-Jagd ein. Das ist, denke ich, ein sehr gutes, eine sehr gute Videoreihe, um auch sich so ein bisschen vertraut zu machen mit der Marinekriegsführung. Ich gucke mal, was es sonst noch so für interessante Gefechte gibt. Es gibt natürlich, umso komplexer die Seegefechte werden, umso mehr hängen sie auch ein wenig vom Glück ab. Das ist halt auch so. Es gibt da auch noch so ein ganz interessantes, wo es dann um so den ersten Einsatz von Störsignalen geht. Das könnten wir uns auch mal angucken. Da auf jeden Fall, wenn ihr da aber auch ein Szenario habt, wie immer, wenn ihr ein Szenario habt, wo ihr sagt, hey, das würde ich mal interessant finden, wenn wir das gemeinsam mal spielen würden, einfach mal in die Kommentare hauen oder auf den Discord melden. Wir sprechen da ja auch und dann, ja, gucken wir uns das auch gerne mal gemeinsam an. Für heute war es das aber. Kurz, knackig, Viertelstunde, ein bisschen mehr, denke ich, ist okay. Ich übergebe euch an die Endkarte, sagt wie immer bis denn, dann wünsche euch gute Durchbrüche, tiefe Durchbrüche und sichere Rückräume und bis denn dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen in der Endcard. Was soll ich euch sagen? Ihr kennt das alles schon. Daumen hoch wäre toll, Daumen runter, auch wenn euch was nicht gefallen hat. Über Kommentare, Kritik als auch Lob freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und wenn ihr möchtet, gibt es hier noch weitere Videos neben mir. Ansonsten, ein Abo wäre super, wenn ihr up to date bleiben wollt. Wie immer, die Glocke. Und sonst habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ihr fit und munter und gesund bleibt, auf euch gut aufpasst und ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch was. Bis denn dann und ciao, ciao.